bin heute mit meiner Kollegin Claudia hier. Claudia, Oi. Wir kochen heute zusammen eine schöne Kürbissuppe mit Kürbiskernen gerösteten und Parmesanspänen. Mhm. Das war der erste Gang. Und als zweites werden wir das Risotto aus dem Tessin zusammen kochen. Das haben wir schon abgefüllt. Mit gebratenen Scampi, Madras Curry, Goji-Beeren und Sultanin. Also Claudia, das erste, was wir machen, wir werden das Risotto ansetzen. Mhm. Das Risotto hat ungefähr eine Garzeit von 20 Minuten. In der Zeit, wo das Risotto kocht, können wir alles andere in Ruhe vorbereiten. Okay. Beim Risotto ist immer ganz wichtig, dass man Schalotten verwendet. Schalotten werden nach dem Garen immer ein bisschen süßlicher, aber erst, wenn sie weich sind. Und Zwiebeln nicht. Und Zwiebeln, behalten ihren Eigengeschmack besser, den sie am Anfang haben. Bei Zwiebeln und Schalotten gibt es eine Schnitttechnik. Man schneidet quasi hier so ganz dünne Ringe rein und dann macht man zwei Linien und dann kann man wirklich schön das Messer und nicht wirklich hacken, sondern schneiden, das langsam ganz kleine Würfel machen. Am besten immer das gute Olivenöl und dass der Topf nicht zu heiß wird, weil die Schalotten sind so fein geschnitten, dass sie ganz schnell verbrennen. Was wir jetzt zum Beispiel schon vorbereitet haben, am Tag vorher, was man auch wunderbar zu Hause machen kann. Man kann sich vorher schon eine Geflügelbrühe kochen. Weil das Risotto schmeckt am besten, wenn man es mit Weißwein ansetzt. Das sehen wir gleich noch. Mit Olivenöl und mit einer guten Geflügelbrühe. Und ich sage immer, man kann dafür auch ein bisschen Geld ausgeben. Weil es gibt extrem große Unterschiede im Risotto. Das ist auch noch beim Weihnachtsessen, oder? Sonst kochst du vielleicht für 3 oder 4 Leute und jetzt musst du an der Weihnacht auf das Mal für 8 oder 12. Dann ist das wirklich noch gut, wenn man es dort abwägt. Ja, es ist immer die Vorbereitung, bevor man anfängt zu kochen, ist ausschlaggebend. Wenn man wirklich alles schon abwiegt, wie viel man braucht, sich schön zurechtstellt, am besten schon nach Gericht, kannst du sehr effizient und schnell arbeiten. Auch die Kürbissuppe haben wir gestern gemacht, die haben wir gestern schon frisch gekocht. So. Was immer schön ist, dass man, bevor man die Suppe anrichtet, sie ein bisschen gut aufschäumen. So, ein bisschen aufschäumen, dass so ein bisschen so, jetzt haben wir den ersten Gang die Kürbissuppe serviert. Jetzt kommen wir zum Anrichten und zum Fertigkochen vom Risotto mit dem Scampi. Jetzt haben wir einen Löffel Goji-Beeren. Das sind getrocknete Goji-Beeren. Und die können einen Augenblick aufweichen, dann geben sie auch das Aroma ab. Immer so eine Minute, so 3 Minuten, bevor wir anrichten. Nebenbei machen wir die Scampi. Scampis, die kommen aus Südafrika. Und das ist wichtig, hier ist es sehr scharf, dass man mit am besten so dazwischen nimmt und dann leicht Druck aufgibt, bis er hier bricht. Hey, du, der tönt aber noch, der ist noch hart. Und dann, siehst du, hast du hier eine Linie gemacht. Ja. Dann kannst du ihn vorsichtig wirklich so ausbrechen. Die Scampi sind entdarmt. Wir werden jetzt anbraten. Bei den Scampi ist eine Sache, die sehr wichtig ist. Man sollte Scampi nie zu heiß braten. Nie. Weil? Weil wenn man sie zu heiß brät, werden sie sehr schnell mehlig. Und sie sind ja ganz dünn. Das heißt, sie werden extrem schnell auch durch. Also man kann beim Risotto entweder zum Schluss ein bisschen mit Olivenöl es nach aromatisieren. Oder ich empfehle dazu eine Butter aus Büffelmilch. Also nehmen wir unsere Sultanin. Und da ist wichtig, dass wir wirklich ganz zum Schluss, bevor wir anrichten, sie erst dazugeben. Dass nur, wenn man drauf beißt, den Geschmack von den Sultanin hat. Ja, glaube ich. So. Und ganz zum Schluss, bevor man anrichtet, mal wirklich einen ganzen Parmesan. Auch nicht zu viel Parmesan, weil es soll ja nicht nur nach Parmesan schmecken. Es ist einfach ein bisschen zur Bindung, man rührt das schön um. Auch vom Löffel läuft sehr sämig, jetzt nicht zu trocken. Dass wir auch von allem ein bisschen Sultanin mit drauf machen. Gut, und zum Schluss zur harmonischen Ergänzung ein ganz bisschen Petersilie auf die Scampi. Mhm.